Hallo Leute, willkommen wieder mal aus dem Elixier TV improvisierten Studio, quasi auf der Musikmesse in Ibbenbüren 2010. Wir haben tatsächlich geschafft, einen ruhigen, kuscheligen Raum zu finden, der mit Gitarrenseiten so gar nichts zu tun hat, aber der schön leise ist, nämlich im Mikrofonzimmer. Und wir haben einen tollen Gast an der Strippe sozusagen, Dave Goodman, Akustikgitarrspieler und Singer-Songwriter und auf der ganzen Welt unterwegs. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Erzähl unseren Leuten kurz, wie du über die kanadische weite Ebene um den halben Erdball in Bremen gelandet bist. In Bremen gelandet, mit einem Flugzeug. Ich war, ich kann. Die Kanadier sind aber auch gut im Rudern, ja, oder? Ja, ja, auch mit Gitarre. So. Ja. ich komme aus Kanada, aber ich bin. Kein Problem. Ich bin, als ich 24 war, bin ich nach Kalifornien umgezogen und da habe ich für 6 Jahre gelebt und zwischendurch mit der Ford Blues Band gespielt. Mhm. Und die zwei Brüder von Robin Ford, E-Gitarre. Und wir haben ein paar Tours in Europa gemacht und da habe ich ein paar Leute Kontakts gemacht. Meine erste europäische Plattenfirma Crosscut Records und so Kontakts aufgebaut und ich wollte weg von Amerika. Das war schön, aber genug für mich und ich wollte nicht zurück nach Kanada. Ich liebe Kanada. Natur ist toll, aber für mein Geschäft, also ich finde Europa ja fantastisch. Und noch ein Tour bin ich einfach geblieben. Und meine Eltern kommen aus England. Ich bin in Kanada geboren, aber ich habe einen englischen Reisepass, britischer Reisepass. Ich bin Kanadier und Engländer. Und deswegen ist es sehr einfach für mich in Europa zu leben. Cool. So, du bist jetzt hauptsächlich Singer-Songwriter, spielst Solo-Shows? Ja, also ich bin ein komisches Tier. Also ich bin Singer-Songwriter, aber ich bin sehr stark in Gitarre. Und ich bin oft bei, ich spiele auch in diese International Fingerstyle-Gitarre-Szene auch. Viele instrumentale Sachen. Was ist für dich der Unterschied, was drückst du mit der Gitarre aus, was du mit Worten nicht ausdrücken kannst? Ist das der Grund, warum die Gitarre so wichtig ist in deiner Performance? Nein, das ist so wie ein Baum. One branch here and one branch here. So habe ich mich entwickelt. Also Text, Gedichte sind ganz, ganz wichtig für mich. Aber seit ich sehr jung, ich bin mit 12 angefangen, mit Geige für ein Jahr und dann Gitarre. Und mein großes Talent war immer Gitarre. Also Gesang kam viel später und ich musste das so richtig üben und entwickeln. Gitarre war für mich immer sehr, sehr natürlich und einfach. Wie kam es für die Zusammenarbeit mit Elixierseiten? Wie kam die zustande? Und kannst du erst jetzt durch Elixierseiten schnell Gitarre spielen oder ging das vorher auch schon? und was sind deine Erfahrungen mit den Seiten, Akustik oder E-Gitarre? Ja, also ich habe Georg auf der Messe hier kennengelernt. Das war immer ein Problem für mich, also ich habe ganz viele Gitarren, ich habe ein Studio und auch auf Tour, dass die Saiten nicht frisch bleiben. Das war immer ein Problem für mich. Ich habe keine Zeit, die ganze Saiten immer zu wechseln und das ist sehr teuer und auch unpraktisch. Ne? Und auch im Studio, ich habe ganz viele Gitarren und die sitzen da vielleicht eine kleine Gitarre, die ich für eine Aufnahme benutze, einmal, zweimal im Jahr. Und wenn ich die nehme in die Hände, es soll frisch klingen. Und nicht so Saiten wechseln und dann, nee, die ist auch nicht die richtige.
Also das für mich mit die ganze Gitarren in meinem Studio ist sehr praktisch. Weil ja auch die Saiten auch, nur wenn sie da stehen, die Saite, wenn sie nicht beschichtet ist, sich verändert. Also nicht nur, wenn du spielst, und wenn du sie spielst, wird sie natürlich viel schneller, der Sound tot, aber auch wenn sie nur da steht, Luftfeuchtigkeit, ja, die Korrosion und so. Das ja, Oxidation in Englisch. Ja, in Deutsch, Oxidation. Genau. Das passiert mit normale Bronze oder Phosphor Bronze oder Nickel sehr, sehr schnell. Ja. Und ich habe, ich war zufällig dabei, so aus dem Hintergrund gesehen, du hast jetzt auf der Ibenbürner Musikmesse auch zum ersten Mal die Kabel von Elixir angetestet. Ja. Und ich habe gesehen, wie du den Stand leer mit Kabel, nee, Quatsch. Aber die Leuchte in den Augen, du willst die Kabel haben. Ja. Das, kannst du kurz erzählen den Leuten, was für dich der akustische Unterschied war? Ja, also das ist für mich sehr, sehr interessant. Also mein erster Gitarrenlehrer war Gitarrenbauer, E-Gitarren. Und er hat mich so Pickup-Winding beigebracht, Passive-Pickups und so. Ich mache meine eigenen Pickups und Winding und ich mache so, also ich habe keine Zeit mehr, aber jahrelang habe ich so Rewinding gemacht für Vintage-Pickups, für alle möglichen alte Sachen. Und ich verstehe ganz viel mit Capacitance, Resistance und so. Und Georg hat mich erklärt, dass dieses Kabel, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber es hat wenig Capacitance. Kapazität. Genau. Und da habe ich ein schönes altes Stratocaster gehört. Mit dem Kabel, es war ganz schön klar und springy. Und so die ganze Strat-Sound. Und mit einem normalen, es war so ein richtig heftige, fette, dicke, hässliche Mid-Range. Und durch den gleichen Pedal. Und das ist wirklich ein dramatischer Unterschied. Und ja, ich kenne das von Pickup-Winding. Also ich habe verschiedene Größe für Pickup-Winding und die klingen alle anders. Sehr, sehr dünn, die Höhefrequenz passen nicht durch. Und so funktioniert dieses Kabel auch. Super cool. Hey, kurzes kleines Gespräch, vielen Dank. Gibt es eine Website, die man auschecken kann? DaveGoodman.com. Es ist Dave-Goodman, okay. Ein N, .info. .info, ja. Okay. Die Regie wird es auch sicher einblenden unten. Da gibt es deine CDs zu kaufen, nehme ich an. Ja. Und Tourtermine. Ja. Acoustic Music, ich bin auf Acoustic Music. Ja. Und ja, die CDs und DVDs sind alle auf meiner Website und Acoustic Music. Okay, hey Dave, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Leute, wir sehen uns demnächst wieder, hoffentlich nochmal von der Ibenbürner Messe. Ansonsten von dem nächsten Elixir-Saiten oder Kabel-Highlight. Tschüss.